Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Völkervideo, denn die Eisenberge wurden sich doch nochmal gewünscht und dem Wunsch werde ich natürlich nachgehen und deswegen spielen wir jetzt natürlich noch Eisenberge. Und ja, ich freue mich sehr, sie haben ihre coolen Winterreiter, damit werden wir bestimmt was anfangen können. Auf ins Getümmel und da ergänze ich gleich auf ins Gelümmel. Es tut mir leid, ich habe in meinem ersten Zwergenvideo es leider nicht hinbekommen, meinen ikonischen Spruch zu sagen. Da werde ich mich jetzt hier strikt dran halten. Auf ins Glümmel. Ihr werdet es hier durchgespammt bekommen. Na, für die, die es vermisst haben. Ein Spinnennest. Ach Gottes Willen. Gegen Spinnen creepen, das ist immer so eine Sache gefühlt. Meistens dauert es doch länger, als es eigentlich sein sollte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das hier eingehen will. Ich mach's einfach mal. Ah, ich habe ja auch gleich meinen Speerhelden. Damit wird das schon werden. An eure Waffen. Schickt die Widder! Schickt die Widder! Ja, die Widderreiter gehören zu den coolen Sachen, die mir sehr gefallen. Bei den Eisenbergen. Die mag ich dann doch sehr gerne. Ups, ich wollte euch auswählen. Oh, du hilfst mal hierbei. Würde ich mal sagen. Ah, die Armee der Toten, ganz klassisch, ne? Ich weiß immer noch nicht, dieser Soundtrack ist auch legendär, muss man sagen. Oh, da kommen schon die ersten Gegner. Da werden wir uns natürlich drum kümmern. Das sollte kein Problem sein. Ja, das sieht doch mal gar nicht so kacke aus. Aber wir können auch arbeiten. Ja, Spinnen sind gefühlt immer eklig, ein bisschen zu creepen, finde ich. Man braucht noch recht lange, weil sie eine sehr hohe Respawn-Time haben. Und jetzt schlachtet hier mal die Orks ab, mein Gott. Stell dir nicht an, das sind nur billige Orks. Das sollte doch eben schnell gehen hier. Ah, das sollte doch fix gehen. Nehme ich mal ein Bataillon schon mal hier weg? Ja, komm. Ein Bataillon kann weg. Und ihr geht mal hier unten hin. Nehmt das Gift hier ein. Ich weiß nicht, ob das auch ein Spinnenpiep oder so. Aber je mehr Spinnen, desto besser, ne? Oder so. Ich hoffe, hier hat niemand eine Spinnenphobie. Denn auf der Map Eisenberge gibt es hier einige Spinnenlager. Irgendwie so ein Wunsch, den ich immer noch hätte, wäre, aber das ist technisch nicht wirklich möglich, dass man das Spellbook anpasst, je nachdem, welches Volk man hat. Na, dass man dann, wenn man Eisenberge nimmt, ein etwas anderes Spellbook hat und so. Das wäre echt cool. Aber das ist, glaube ich, nicht so einfach möglich. Und ja, muss man leider ohne hantieren. Kommen die überhaupt an den dran? Oh Gott, komme ich an den dran, ne? Das ist natürlich belastend. So ein wenig. Da muss ich jetzt extra Bogenschützen bauen dafür, um den wegzubekommen. Ist natürlich auch was. So. Auf ins Gelümmel. Ah, ich krieg das ja hin. Ja, das sieht doch stabil aus. Ah, vor allem die Widderreiter sind hier sehr, sehr cool. Gegen Mordor, denke ich mal. Ah, ich hätte hier oben den Creep noch machen können. Mit dem Bataillon. Ja, komm, nehme ich euch mal hier. Dann geht ihr mal hier oben hin. Na, gegen Mordor oder so, gegen solche Spam-Völker sind die doch echt ziemlich geil. Die Widerreiter, was, die wollen unsere Gebäude? Ah, oh, was? Oh. Achso, hier oben, ne? Ja, stimmt. Habt ihr geschafft, wunderschön. Ich bin stolz auf euch. Ich bin sehr stolz auf euch. Also, ne, auf Eisenbergen Mordor, ich glaube, da wüsste ihr keinen Fuß fassen. Das ist die Heimat der Zwerge. Da wirst du nicht so leicht Fuß fassen können. Ich weiß nicht, was braucht man denn zum Upgrade der Widerreiter nochmal genau? Elite-Ausrüstung und Nariden. Ja, darauf wollen wir dann, glaube ich, gehen. Das wäre dann ganz, ganz praktisch. Oh, Piken. Da will ich dann doch nicht so gerne reinstrotzen. Ich weiß nicht, kann man mit den Widerreitern gut harrissen? Könnte man ja mal probieren. Wie das so funktioniert.
75% mehr Rüstung und minus 50% Reichweite. Oh, okay. Interessante Fähigkeiten. Okay. Okay. Na ja gut, es ist halt nur eine Einheit. Na. Da kann man nicht so viel erwarten von. Und dann bauen wir mal noch ein paar Krüppchen. Hier unten sind wahrscheinlich Feuerdrachen, die werde ich auch noch nicht erlegen können. Oder eher nicht so effektiv. Höchstens hier meine Bogenschützen hier. Das könnte ich machen, aber ich nehme erstmal den unteren Creep an. Oh, da sind Drachen. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Da sind auch nochmal Orks. Das sind ja hier überall Creeps, ne? Also eine sehr vercreepte Map gefühlt. Man geht hier mal weiter, könnt ihr hier die Orks töten. Auf ins Gelümmel. Können wir schon lange mal Zwergenschmiede bauen. Und die Morlock-KI macht gerade ein bisschen wenig, ne? Leichte Enttäuschung. Hier an der Stelle. Vielleicht, also es kann sein, was ab und zu KIs gerne machen, ihre Einheiten an Drachen, naja, verbrennen lassen. So was wie Mordor ist ja ganz, ganz groß dabei. Aber jetzt, wo ich sage, es kommen hier keine, kommen hier auf einmal ganz, ganz viele. Und da werde ich dann wahrscheinlich hier mal meine Verteidigungsmaßnahmen benutzen, und zwar die Graben gleich, falls sie auf meine Gebäude gehen wollen. Sie sind überall! Wir haben die Schmiede fertiggestellt! Ah, CP-Upgrades ist in Mache. Ich hab wieder Reiter verloren. Ich hab alle drei wieder. Was? Was soll ich damit? Unsere Gebäude! Hier können wir nicht bleiben! Zwerge! Was habe ich denn mit denen gemacht? Gar nicht gemerkt. Sie greifen an. Kriege ich auch mehr? Oh, wahrscheinlich nicht. Aber ihr müsst mal schnell wieder nach oben. Hätte ihr auch einfach in die Mine schicken können. Das wäre, glaube ich, smarter gewesen. Elite-Ausrüstungen. Die hätte ich noch gerne. Ja gut, das eine Bataillon Orks, das wird jetzt mir nicht das Knick hier brechen. Jetzt macht mich hier stolz, Zwerge. Na? Macht euch bereit, Zwerge! Gott, wie viele sind denn da? Habt ihr nichts zu tun, oder was, die ganzen Orks hier? Jetzt reden wir. Habt ihr etwa nichts zu tun? Ja, einsamer Turm, ein liebfaster Spell. Ich meine, gegen die KI ist ja immer super. Stellen wir einfach mal hin. Ah, mittlerweile? Ah, der hat doch Goffmark. Ah, ich habe mich zu früh gefreut. Dass die KI nichts macht. Da habe ich mich tatsächlich zu früh gefreut. Vorwärts, Zwerge. Sehr vielleicht cool, wenn die Widerreiter unten irgendwie angezeigt werden würden hier. Das wäre ganz interessant. Ich glaube, ich verliere das sogar hier. Ja, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich ziehe mich mal hier oben mal kurz zurück hier. Schickt sie zu mir! Und weiter geht's. Und jetzt werden wir mal die nächste Stelle. Ach, die Raben suchen sich direkt gehen direkt wieder zurück. Okay. Das ist gut zu wissen. Uiuiuiui, da kommen aber ein paar Orks. Vor allem die Ork-Halibadiere könnten echt schmerzhaft werden. Ja, vor allem, da meine Speer da einfach reinlaufen, weil ich blöd bin. Wird das natürlich sehr unschön. Oh, ich kann die Fähigkeit leider nicht bei allen auswählen. Das ist ärgerlich. Auf ins Gelümmel. Ach, Stufe 4 Bataillon. Das will ich ja ungern verlieren. Wo ist der Narin? Da ist Narin. Ja, aber das sollte ich hier standhalten gegen die gegen die Orks. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und du bist echt aggressiv, wa? Ich würde jetzt ungern direkt wieder verlieren.
ins Getümmel. Ja, nee. Ach was, diese paar Orks, was sollen die machen? Was sollen die paar Orks machen? Narin ist angekommen, sehr schön. Und jetzt kann ich meine Widerreiter holen für 800. Muss man das nochmal? Helden, heroische Einheiten erhalten plus 15% Rüstung und sammeln. Okay. Das ist interessant. Das mal. Ihr solltet als heroische Einheit zählen. Oh, da kommt Piken. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Ich hätte gerne erstmal die Piken vorher weg, bevor ich da jetzt reinfahre. Und der Narin. Oh, wie schnell ist denn der Narin hier? Holy moly. Das ist ordentlich. Sie sollten vielleicht auch nicht alle da hinterherlaufen. Nicht Sinn der Sache, Jungs. Nicht Sinn der Sache. Piken, ach, KI. Ob mich das interessieren würde, dass du hier ein paar Piken baust. Ich reite auch einfach durch die Piken durch. Das ist mir egal. Ich bin hier mal kaputt. Holy moly. Also auf jeden Fall sind die echt zäh stellenweise hier, die Einheiten. Da kann man nichts sagen. Ich kann mir Eisenbrecher jetzt holen. Machen wir das doch gleich mal. Wir müssen weiter. Hier entlang. Machen wir das doch gleich mal. Ich weiß, was ich tue. Waffen, Zwerge. Ja, Waffen. Richtig. Die Orkelebandiere sind natürlich etwas nervig. Da kann man nichts sagen. Wir müssen weiter. Los. Sind aber auch die einzige Einheit, wo ich mit meinem Widerreiter echt ein bisschen aufpassen soll. Zwerge. Ich sehe mal einen Widerreiter nicht. Da ist er. Vielleicht sollte ich schon mal auf Klingen-Upgrades gehen, ich bin mir nicht sicher. Oder ich versuche auf Virtual-Upgrades zu gehen. Brauchen wir mal ein Brünnchen noch. Wir müssen weiter. Und da kommt auch Nasgul. Eieieiei. Ich bin gleich fertig. Sie reifen uns gekämpft. Sind das etwa alle? Gekämpft. Ich kann hier leider nicht vorne auf mein Tor sowas machen. Die werden sehr verantwortlich fürchten. Jetzt macht euch kampfbereit. Die Villa. Ach komm, let's go. Einfach durch da. Einfach durch da. Wunderbar. Was kann Narin denn damit? Waffenstillstand? Von der Waffenstill ausgewählte Helder, Monster. Naja, gut, das ist jetzt nicht so effektiv. Oh, der Harris, der braucht hier ein bisschen länger dann. Da sollte ich mich eher. Oh Gott, meine Reiter. Naja. Ich habe jetzt mehr einen Eisenbrecher. Die sollten doch halbwegs hier standhalten können. Da bin ich ganz optimistisch. Macht euch kampfbereit! Was denn? Vielleicht ziehe ich sogar hier nochmal einen Turm hier hoch. Ihr bleibt hier. Ich hätte noch gern einen weiteren Widerreiter. Dann hätte ich alle drei Bataillone. Damit kann ich dann leben. Ruhe, Zwergenruhen. Waffenkunst bringt mir noch nichts. Todestrotz. Ich glaube, ich nehme mal die Zwergenruhen und Waffen mit Flächengebäude. Erhält Dauerfluss 50% Rüstung. Oh, das wäre vielleicht hierfür ganz nett. Erhält währenddessen Radius verlassen. Gebäude können. Ja, alles da drauf. Erhält für 30 Sekunden nur. Okay. Für 30 Sekunden nur im Buff, das ist natürlich ein bisschen bitter. Wir werden dann so. Die Schlacht wartet. Sie greifen an. Wir sind unterwegs. Jetzt bin ich wütend. Also. Ich weiß, was ich tue. Aber ich glaube, das sieht doch ganz okay aus. Das sieht doch ganz okay jetzt aus. Ich finde ja mit den Widerreitern so ein bisschen jetzt die Map bearbeiten. Wenn das gehen würde.
Schlagen wir ein paar Schädel an. Ah, da habe ich ja noch einen weiteren Mitarbeiter. Jetzt habe ich sie alle drei. Vorwärts. Und wenn ich dann noch Klingen für die hätte, das wäre ein Träumchen. Was hat Narin hier noch? Alle Widerreiter am Zielgebiet erhalten für 30 Sekunden los und bewegen sich noch halb so schnell. Ah, okay. So, hier war noch mal irgendwo Nazgul. Ah, da, also ja. Da ist er ja. Ja, er ist natürlich sehr auf die Widerreiter spezialisiert, der gute Narin. Hier steht mein Gehöft noch. Das könnten wir mal unternehmen. Creepen. Wir sind hier, Freund. Endlich passiert mal etwas. Ja. So, jetzt sieht das doch schon halbwegs wieder rund aus. Und ich sag, mein Gehöft steht da noch und direkt bin ich da unten angegangen. Das ist natürlich lustig. Welche Bogenschützen hier? Ah, ihr seid ja mutig. Schluss mit der Warterei. Mutige Bogenschützen. Wir sind hier, Freund. So, wechselt mit Linksklick zu Spitzhack und Schwert. Spitzhack wirft getroffene Feinde um und sorgt für. Okay, das ist echt ordentlich, dass die Feinde umwerfen können. Oh, ich mach das mal. Oha. Das sieht ordentlich aus. Ich glaube, ich sollte vielleicht noch ein, zwei Bogenschützen was bauen. Die da von hinten die nieder. Die da mähen. Wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Ich kämpfe an vorderster Front. Ah, wird das hier immer noch angegriffen? Ah, hier ist sogar Katapult. Wohin fährt das Katapult? Will das halt mit Creepen? Bin ich stark dafür. Mit Katapulten creepen, es gibt nichts Besseres. Es gibt absolut nichts Besseres. Belagerungspläne. Wir wollen Klingen haben noch. Nichts wie rein da. Hört mir zu. Wir wollen natürlich die Klingen haben. Oh ja, die guten Widerreiter. Ich hoffe, das können wir zwar nicht alle. Oh, ich habe auch so den Q gedrückt. Ich wollte 1 drücken. Ah. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ein Troll. Wie sehr kann ich mich mit einem Troll schlagen? Ja, das geht. Goffmog? Ja, ich glaube, du solltest auch lieber eher wegrennen. Ich glaube nicht, dass du hier eine Chance hast gegen meine Widerreiter. Nicht mal ansatzweise, mein Guter. Nicht mal ansatzweise. Mutiger Goffmog. Mutig, mutig. Mutig, mutig. So, und dann will ich mir noch gerne gleich deinen holen, der gute Eisenfuß, der darf natürlich hier oft nicht fehlen. Was geht denn da? Wahrscheinlich schafft er das nicht mal, ne? Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Ey ja, die Hauptarmee kommt ja schon. Oh, die sind Stufe 5, oh, die würde ich echt ungern verlieren. Oh Gott, aber ich werde sie verlieren. Oh, das ist echt gut, ja. Ich bin schwer verwundet. Du sollst. Ja, du bist schwer verwundet. Du sollst ja auch nicht gegen Piken reinrasen, ne? Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung hier. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ah, dann geht man dahin, würde ich sagen. Achso, diese weiteren Zwergenruhen. Den Duft der Schlacht. Da bin ich doch gerade dafür. Ja, bin ich auch offensiv. Das nicht, hätte die. So, was bringt die Rune? Alle 20 Sekunden werden 500 Lebenspunkte wiederhergestellt. Aha. Ah ja, komm. Gehen wir. Ausgeht darauf schneller. Her damit. Haben wir uns einen Dein. Und ja, können wir hier schon mal gleich Klingen upgraden. Das kann nur schön werden. Ach ja, die guten Klingen. So, ihr habt es geschafft. Ich habe nichts anderes erwartet von meinen großartigen Zwergen. Ach, hier ist eine Krit-Ungol-Kaserne. Ja, die reise ich natürlich sehr gerne ein.
Ich weiß noch, in früheren Versionen, als die Widerreiter rauskamen, holy moly, waren die stark. Also, die konnten halt alles niedermähen. Das war echt abartig. Ja, gut, gegen das Bataillon Piken. Das sollte noch gehen. Aber kommen die denn her? Einfach so vom Hügel kommen sie. Gut zu wissen. Ja, und da haben wir jetzt deinen. Er hat auch eine neue Mechanik, und zwar auch so, also eine Wutmechanik. Steigende Wut. Deins Wut steigt mit jedem Angriff gegen feindliche Einheiten oder Gegner. Nach 5 Angriffen verursacht er Flächenschaden und erhält plus 30% Rüstung. Nach 10 Angriffen werden seine Hiebe alle getroffen werden zu Boden. Werfen seine Hiebe alle, ja, getroffen und fallen zu Boden. Und er kann selbst nicht mehr zu Boden geworfen werden. Wut verfällt nach 20 Sekunden. Prinzipiell mag ich die Wutmechanik. Hier. Und, Gottes Willen. Wenn man nicht aufpasst, verliert man einfach mal seine ganze Armee. jetzt kann ich mir, glaube ich, einen neuen Widerreiter holen. Einer müsste dabei sein. Ja. Ja, wenn man nicht aufpasst und Fähigkeiten durchliest, ne? Dann verliert man halt einfach mal alles. Aber hier finde ich die Wutmechanik so, finde ich eigentlich cool eingebaut, muss ich sagen. Dass er erst wütend werden muss, das passt zu seinem Temperament. Dass er da dann, ja, dadurch ein bisschen mehr mit seinem Hammer rumschlägt im Endeffekt. Das passt auch sehr gut, finde ich. Kann ich das noch verteidigen? Das wäre lustig. Wahrscheinlich werde ich nicht können, weil ich erstmal diesen Troll aufhalten muss. Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, einige Schädel einzuschlagen. Da habt ihr mich auf jeden Fall. Geh wieder! Ja, ein bisschen schade, dass ich damit im Bataillon verloren habe. Wo läuft der denn hin? Ach ja, komm, dann ist es mir jetzt auch einfach egal, ne? Dann bist du mir jetzt auch einfach egal. In die Schlachtzone Durins. Ja, dann führ mal deine Truppen in den Krieg. Vielleicht kann ich hier mal den Vorposten einnehmen und so eine kleine Vorstelle machen. Wieder Q gedrückt, ne? Ne, habe ich nicht. Okay. Ich dachte, ich hätte Q gedrückt. Hatte ich wieder jetzt kurz Angst. Ach, Göff, du überlebst. Du wirst überleben. Ja, klar. Ja. Natürlich Bogenschützen an der Front, aber selbstverständlich. Ja, so wie es sein muss, Bogenschützen an der Front. Macht euch kampfbereit. Mir nach. So, und hier hätte ich gerne einen Vorposten. Oh, ich könnte die Eremithrin ja bauen. Aber die waren ja auch immer cool. Ich glaube, die werde ich mir sogar noch holen. Die Eremithrin sind echt cool. Hier werde ich einen normalen Vorposten bauen mit einem Brunnen und sowas. Und den anderen werde ich mir dann mal Eremithrin unter den Nagel reißen. Vielleicht muss ich ein paar Piken bauen. Es kommen mittlerweile echt einige Trolle. Der Troll geht natürlich auf meine Bogenschützen. Was ist eure Mission? Was denkt ihr euch denn jetzt so dabei, ha? Also, das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Ja, ach, die paar Piken, ne? Also diese Standard-Piken, die sind, glaube ich, für Widerreiter echt egal. Das juckt die nicht so sehr. Und im Übrigen, ich glaube, das ist für mich mit einer der schönsten Phalanx, die es im Spiel gibt. Die Eisenberger Phalanx. Sie sieht jetzt unglaublich cool aus. Die mag ich echt gerne. Die mag ich echt. Ich sollte das Gangsystem aber benutzen, ne? Ich benutze das die ganze Zeit irgendwie nicht. Weil ich irgendwie zu faul oder zu blöd bin. Und vielleicht sollte ich hier so einen Trupp hinstellen, Eisenbrecher oder sowas.
wenn ihr mal irgendwelche Dudes ankommen und stressen wollen. So, habe ich denn hier alles Wichtige, habe ich hier eingenommen? Ja, bis ich Erith Mifrin bauen kann, das dauert noch ein bisschen. Ja, dein, was kann er noch an der schüttelnden Schlag? Können wir mal angucken, wie der aussieht. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Gläunen früher hatte. Ne? Dann zeig mal her, dein. Oder auch nicht, ich hab's da drauf. Ja gut, dann mach halt einfach nicht. Dann ist auch okay. Dann mach halt einfach nicht. Ja, okay. Ja, habt ihr kurz gesehen? Ja, okay, ist ein bisschen ordentlicher sogar. Ist sogar ein wenig ordentlicher. Ah, gut, dass ich die abgestellt habe. Ich möchte nochmal Wirtschaft, glaube ich, haben. Erstmal. Weil ich merke, da bin ich ein bisschen noch schwach auf der Brust. Ja, und dein hat natürlich auch aufsteigen. Das Ding ist, dass das Aufsteigen an seine Wut gekoppelt ist, ähnlich wie beim Erebor dein. Und ja, ihr kennt meine Meinung dazu. Ich finde es komisch, dass man wütend sein muss, um reiten zu können. Finde ich ein wenig komisch. Ich hätte einen kleinen Vorschlag zu machen, wenn ihr mir einen Augenblick oder Das wird nicht in meinen Kopf gelangen, warum man reiten muss, um wütend sein muss, um zu reiten zu können. Das wird nicht in meinen Kopf gehen, glaube ich. Ich wollte noch eine Rüstung haben. Ja, ne, also die Wutmechanik ansonsten ist cool. Ne, er prügelt sich ein bisschen, er wird sauer. Das passt. Macht dann so einen Kampfschrei. Gibt er von sich aus. Das ist ganz cool. Sonst die Wutmechanik finde ich sehr passend. Bis auf dieses Reiten halt, das finde ich ein bisschen komisch. Ähnlich wie beim anderen dahin. Warum man das daran gebunden hat. Vor allem, ich kann ihn nicht mehr mit den Widerreitern reiten lassen. Was ja doch ganz lustig war bei den Eisenbergen. Das fällt jetzt leider hier ein bisschen raus damit. Weil er halt nur für eine kurze Zeit reiten kann, wenn er wütend ist. Wenn er Feinde in der zerklüfteten Gebiet. So, verlangsamt nicht. Wenn er Feinde im zerklüfteten Gebiet überreitet. Also muss er erst den erschütterten Schlag machen und dann wird er nicht verlangsamt in dem Gebiet. Wow, das sind spezielle Mechaniken. Das sind auf jeden Fall spezielle Mechaniken. Ja, die Waffenkunst können wir mittlerweile holen und ich würde sagen, wir holen unsere Zitadelle und sind jetzt mal richtig, richtig dreist und machen das da. Und lassen Mordor hier keinen Spaß, überhaupt das Spiel zu spielen. Ich denke auch nicht, dass Mordor es verdient hat, hier Spaß zu haben. Ich bin gleich fertig. Auch keine Katapulte kann ich hier bauen. Axttürmer. Ja, komm, ich hab ja einen Katapult. Und nochmal zwei Axttürmer. Das sollte ganz passend dann sein. Gorbax, du bist echt mutig. Kann man nicht anders sagen. Und was? Hä? Okay, dann ist er halt ein Trommler-Troll in meiner Base. Ah, wenn er meint, dass das der richtige Weg ist. Vernichtet sie! Das Feuer! Vorsicht vor den Feuerstolz! Das könnte leicht problematisch hier werden. Also, wird es natürlich nicht, aber... Wie bitte möchtest du dich das hat das Potenzial dazu. Ich kann ja mal von Narin den Kampfbefehl geben. Damit sollte ich doch hier die Gruppen hier schaffen und ich werde hier einfach alle Fähigkeiten auf alle Runen aufkloppen, auch wenn es keinen Sinn macht immer, aber einfach mal alles draufhauen. Ja, mehr hält besser, einfach immer mehr. Ja, diese Zwergenfestung, die finde ich cool, die ist ikonisch, die mag ich. Supi. Ach ja, jetzt seid ihr so lahmarschig. Oh, mein Tor hat ja auch ein bisschen gelitten, war. So ein bisschen. Jetzt haben wir mal die guten Erith Mifrin Festung, die leider viel zu selten vorkommt, obwohl ich die so cool finde. Ne? Werden wir mal bauen. Ja.
guten Drachentöter oder Bestientöter. Prinzipiell könnte ich mir auch also so das als Aufgabe echt gut vorstellen von denen, dass das Zwerge sind, die echt gut gegen Monster und sowas alles sind. Und hallo. Mein Gott. Dass sie echt gut gegen Monster und Drachen vor allem sind und sowas, die Erden befrieden. Finde ich dann eigentlich ganz cool. Och nö, nicht mein Gebäude. Warum sollte man das denn tun? Ach, der Mordor hat komplett aufgerüstet. Unangenehm. Aber es steht noch alles. Es ist, ja, der Troll hat keinen Bock mehr. Da sage ich natürlich nicht nein. Da bedanke ich mich ganz herzlich. Ganz herzlich auch. Ja, und was können wir hier alles machen? Verteidiger Grenzen, Bermanti, Bastion mit Jägern, okay. Drachentrophäe, senkt Schaden von Monstern im weiten Umkreis. Okay, das ist nett. Zusätzliche Hallen rekrutiert schneller, okay. Drachentöter, Zeloten und die Jäger. Ja, ich werde mir die Drachentöter bauen, die waren, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, die waren ganz cool. Belagerungspläne wären, glaube ich, da auch dann angesagt. So langsam. Zwergenramme, Zwergenschreitrüstung, Zwergenramme. Aber ich hätte gerne die guten Minenarbeiter. Die würde ich mal gerne in Einsatz sehen. Ich denke, damit könnte das ganz lustig werden. Mit den guten Dudes. Und dann kann ich aber mit deinen so mal den Drachen hier equipen gehen und Narin. Das solltet ihr ja hoffentlich hinbekommen. Wen sollen wir erledigen? Ah ja, die können ja stimmt, wir haben einen Waffenwechsel. Zwischen Morgenstern, hoher Einzelschaden, hoher Flächenschaden und Flächenschaden. Prinzipiell. Ich bin mir gar nicht sicher, Mann. Warte mal. Achso, prinzipiell. Woher weiß ich, welche Waffe jetzt ausgerüstet ist? Sehe ich das irgendwo? Also höchstens der hier vorne ist, glaube ich, ne, soll das anzeigen, ne, im Palantir. Also jetzt der Morgenstern. Ist ein bisschen unklar, so, welche Waffe ausgerüstet ist. Das wäre ein bisschen cool, wenn das eindeutiger wäre. Oh, jetzt verbraten wir alle meine Ressourcen. Wer braucht Ressourcen? Nein, jetzt mach mich hier nicht traurig. Nee, mach das super. Mach das ja gerade so alleine. Komm, wir machen noch einen zerklüfteten Schlag. Batz. Wunderbar. Na, also mit deinen kann man auf jeden Fall Drachen creepen. Wenn ihr Drachen creepen wollt, nehmt deinen. Oh Gott, jetzt kommen wir aber an. Habt ihr nicht mehr zu bieten, außer jetzt Ram hier zu bauen? Nee. Ach ja, die schönen, guten Eretmifrin. Ah, ich kann nicht mehr so viel CP bauen, leider. Sonst habe ich keine Belagerungswaffen mehr. Wir sind hier, Freund. Ich will ja noch die Minenarbeiter bauen. Ich soll ja auch abreißen. Und die andere Kaserne bauen. Das ist ja prinzipiell ganz cool. Das heißt, man braucht im Endeffekt keine Schmiede, um zu belagern, wenn man die Minenarbeiter hat. Also, ja, so. Bedingt, sag ich mal. Geht das? Ja, der geht gar nicht. Wie gesagt, ich würde ihn gerne reiten lassen mal, aber ich werde daran gehindert, dass ich ihn kämpfen lassen muss. Aber vielleicht gehen wir jetzt einfach mal in den Kampf mit ihnen. Das können wir natürlich machen. Die Armee der Toten schon wieder. Oh mein Gott, die kommt ja echt oft hier. Die kommt ja echt oft. Ich glaube, ich habe meine Armee maximal upgraded. Ja, das sieht stabil aus. Ah, die Mine. Ah, Belagerung. Ich kriege jetzt Feuerpfeile. Ja, Upgrades-Zeiten sind vorhanden. Die sind auf jeden Fall vorhanden. Ah, ist Flammenpfeile. Schon gar nicht vor diesem ehrlosen. Dann würde ich mal sagen, dann kämpfen wir ein bisschen. Irgendwo wurde hier gerade ein Saurons Einfluss gewirkt, glaube ich. Und nicht noch. Oh mein Gott, warum macht man denn sowas? Warum sollte man denn so eine schöne Mine angreifen?
Hab ich jetzt wieder ein Bataillon verloren? Ich hab ein Bataillon verloren, ne? Tatsächlich. Das ist ja bitter. Ich gehe voraus. Das ist ja sehr, sehr bitter. Und der Troll so, I don't care. An die Waffe! Zwerge! Die Schlacht wartet! Der Troll so richtig, I don't care. Nicht stehen bleiben! Vorwärts! Oha. Ah, das kriegt er aber hin. Nicht stehen bleiben! Das kriegt er aber hin. Ja, der ist auch schnell weg. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach in da reinlaufen, aber das wäre ja. Das wäre zu einfach. Stattdessen laufe ich lieber in diesen Klump hier rein. Klump-Dinge. Los! Wir werden angegriffen! Wir können ja nochmal die letzten Wirtschaftsgebäude einfach nehmen, um Mordors Moral komplett zu vernichten. Aber ich muss auch sagen, es ist sehr ambitioniert von der KI, so viele Rammen zu spammen. Also, der hat auf jeden Fall noch ein Ziel, der Junge. Gute Mordor KI. Und, ich komme leider nicht auf Erdbeben ganz. Ansonsten könnte ich die Mordor Festung, denke ich, auch ohne Lagerungswaffen gut einreißen. Das sollte klappen. Gegen Trommler Troll zu kämpfen ist etwas belastend. Das solltest du nicht. Du bist unser König. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich tun kann? Außer auf die Belagerungspläne. Die sind da. Nevermind. Wir können jetzt endlich unsere Minenarbeiter hier bauen. Komm, bauen wir mal. Komm, wir investieren. Wir investieren in Minenarbeiter. Der ist, denke ich, mit die beste Investition, die man so tun kann. Zu diesen schweren Wirtschaftszeiten in Mittelerde. In Minenarbeitern investieren. Ich weiß, was ich tue. Es ist einfach die beste Investition, die man so tätigen kann. Auf ins Gelümmel. Let's go. Und weiter. Was, wäre ich jetzt hier mit Katapulten beschossen oder was? Ey, du brauchst mein eigenes. Ist ja noch besser. Ist ja einfach noch besser. Aber jetzt macht das doofe Katapult hier kaputt. Wunderbar. Aber wenn ihr mal mehr reiten würdet, statt zu stehen zu bleiben, dann werdet ihr echt nützlich, ihr Federreiter. Ja, dann werdet ihr echt nützlich. Ja, und das sind die Minenarbeiter. Die habe ich nämlich letztens gar nicht gezeigt, soweit ich weiß. Und das werden wir jetzt mal machen. Da bin ich mal gespannt, wie die sich jetzt schlagen gegen die... Ja, wie das Mordor-Lager. Da bin ich mal gespannt. Baumaterial. Sie branden heran. Alles sind ein bisschen klein. Wir haben noch viel zu tun. Wir verwenden festes Material. Die sind ein wenig klein, aber die sollten das trotzdem hinbekommen. Ja, so, dein ist dabei. Kann ich das auch auf Gebäude setzen? In der schütternden Schlag? Ob schon. Vorsicht vor dem Feuer! Aber die sollten sich jetzt, wenn sie in Reichweite sind, eigentlich verwandeln. Aber... Ach so, die können jetzt auch so angreifen. Ich dachte, die verwandeln sich automatisch, wenn sie in Reichweite sind. Dann machen wir jetzt Tunnelgraben. Und dann sieht man hier diesen schönen Tunnel. Und damit kann man jetzt so, ja... Wird dann ein Tunnelchen gegraben. Was, finde ich, sehr, sehr passend ist zu den Zwergen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass die Zwerge einfach, ja, sich weiter runtergraben. Und da sieht man, wie der Tunnel hier sich vorgräbt. Das sieht man dann doch ganz gut hier. Und wenn man da einige von hat, na gut, man ist gleich kaputt. Kann ich das da draufsetzen? Tatsächlich könnte ich. Ja, ne, das hat jetzt fast funktioniert, aber ich glaube, es ist sogar angekommen. Es ist sogar angekommen. Ah, prinzipiell kann man jetzt hier mehrere. Ah, okay. Man sollte es nicht geklumpt haben. Meines Wissens. Ich kann ja auch die Runen drauf tun sogar. Da sind sie etwas widerstandsfähiger. Ja, also ich habe damit schon lustige Taktiken gesehen, dass man die halt mit dem Untergraben-Spell hinten reinbekommt und die dann, naja, sehr schnell da was einreißen können.
Baut's mit Zwergen geschickt. Das kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Alle mir nach. Sie greifen unsere Hochgasart. Sie greifen an. Ah, jetzt brauchen sie hier schon wieder eine neue. Mein Gott, ihr seid ja... Ah, aber wir haben ja in Minenarbeitern investiert, also ist alles gut. Machen wir uns auf den Weg. Großartiges. Also, na, die beste Investition, die man so tätigen kann. Wir müssen weiter. Ja, die Reifen, wie gesagt, bauen sich langsam im Tunnel vor und dann kriegt man so einen Grundschaden. Der, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Ah, nö, das lässt sich sehen. Wenn man davon einige baut, ist das auf jeden Fall nützlich. So, dann kann ich ja hier nochmal verstärken. Also es geht schon, ne? Also die machen jetzt keinen schlechten Schaden. Also nicht, aber sie brauchen halt eine Zeit und sie sind natürlich auch in Konkurrenz zu Katapulten. Da stehen sie leider dazu. 1 auf 10. Armee der Eisenberge. So. Ich denke, es wäre cooler, wenn er die Streitwegen beschwören könnte und nicht der Erebor dahin. Aber ja. Na, guck mal, die Zitadelle ist schon fast kaputt. Na, das ist halt. Das ist auf jeden Fall fix. Noch ein Erdbeben zum Abschluss. Ja, und das waren die Eisenberge. Ich muss sagen, ich mag die sehr von den Einheiten her. Ich mag die Widerreiter. Die Einheiten sehen sehr cool aus. Das Ding ist, ich kann mit einigen Helden wenig anfangen, Narin und was die alle, wie sie alle heißen. Kann ich nicht so viel anfangen bei den Zwergen, aber ansonsten finde ich sie sehr cool, die Eisenberge. Aber sie stehen leider in Konkurrenz zu Gimli bei Erebor und da gewinnt meistens Gimli bei mir. Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. See ya!